Ja, hi, Helmut hier. Ich habe jetzt gerade ein Video gefunden auf meiner Festplatte, das ich schon ja vor Jahren gemacht habe über einen Zahnarztbesuch, wo die Mama ihren Zahn repariert bekommen hat. Das musst du unbedingt angucken. Alter, das ist ja wie wahrscheinlich der Bader irgendwie bei uns in Europa vor 200 Jahren gearbeitet hat. Echt. Ah, Wahnsinn. Guck dir das einmal an. Das ist krank. Das ist jetzt in Thailand ein Zahnarztbesuch. So sieht in Thailand ein Zahnarzt aus. Das sind hier, der kauft sein Werkzeug. Das ist noch nicht einmal ein echter Leatherman, das ist nur irgendein Kopie. Das sind da die Bohrer drinnen, die verschiedenen, und das ist eine Bohrmaschine aus dem Baumarkt, ganz einfach. Und da hier, die Mama kriegt einen neuen Zahn rein. Fantastisch. So sieht ein Zahnarzt in der. Und der war ein Jaoguamang. Ja, gua, ยังไม่ได้แต่งเดี๋ยวตัดแต่งอ๋อตัดแต่งเหรออันนี้ไม่อ๋อกันซะ normally เอ fail อเสร็จเพียใช้ไม่ได้จะดึงขึ้นหมดแล้ว Wie der Typ jetzt auf der Mama herumgewerkelt hat, habe ich natürlich nicht aufgenommen, damals aus Pietätsgründen. Aber wie arg das Werkzeug, das die da einfach irgendwo im Baumarkt kaufen, die Feilen, das Handwerkzeug. Ich konnte das echt nicht glauben, es war echt arg. Wobei ich natürlich jetzt dazu sagen muss, also nicht, dass da jetzt ein falscher Eindruck entsteht. Klar, das ist kann ein typischer Zahnarztbesuch in Thailand sein. Aber hier in Thailand, also speziell hier in Chiang Mai, wo ich jetzt bin, da geht es wirklich, und auch sonst in Isan muss ich sagen, von den Zahnärzten war ich eigentlich durchwegs begeistert. Ich hatte ja einmal einen Artikel mit Schlachthaus Krankenhaus geschrieben oder ein Video gemacht, vielleicht verlinke ich das hier irgendwo. Aber beim Zahnarzt war ich selbst eben auch in Nong Bua Lamphu im Krankenhaus begeistert. Da sind die ähnlich oder kann man sagen, einfach auf einem europäischen Standard. So, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, über einen Daumen hoch freue ich mich und über ein Abo freue ich mich sowieso. Ansonsten alles Gute und bis zum nächsten Mal.